sei mit euch und mit deinem Geist. Liebe Kinder, liebe Schwestern und Brüder, wir feiern heute den Palmsonntag. Wir haben uns hier draußen getroffen, denn wir wollen etwas diese Situation nachempfinden, als Jesus einzieht in die heilige Stadt Jerusalem. Er kommt als der Messias, als der Friedenskönig, von dem schon an Weihnachten im Evangelium die Rede war. Friede den Menschen auf Erden. Die Jünger, sie huldigen ihrem König. Sie huldigen dem, auf den sie ihr Vertrauen setzen. Und sie nehmen andere Menschen hinein in diesen Jubel. Von diesem Jubel wollen dann auch wir uns ergreifen lassen, heute an diesem Palmsonntag. Wir wissen freilich, der Palmsonntag ist zwiespältig. Er ist wie ein Tor mit zwei Torposten. Eine ist dieser Jubel, der sich entfaltet, diese Begeisterung von Jesus als dem, der unsere Hoffnung und unsere Sehnsüchte erfüllt. Andererseits müsst ihr wissen, es geht hinein in die Karwoche, in das Gedächtnis seines Leidens, seines Sterbens, seines Begrabens. Und selbst unser Leben ist von diesen beiden Pfosten, von diesen beiden Richtungen immer wieder bestimmt. Wir kennen die Freude, den Jubel, wir kennen aber auch die Niederlagen, die Enttäuschungen, ja, auch die Erschütterungen im Leben. Und in all das will uns diese heilige Woche, diese Karwoche mit hineinnehmen. Und wir sehen an Jesus, wie wir beides bestehen, wie wir beidem in rechter Weise aus dem Glauben begegnen dürfen. Nun tragen wir Palmzweige in den Händen. Und unsere Kinder haben uns schon eingestimmt mit diesem Lied. Jesus soll unser König sein. Hosianna, Amen. Wir wollen den Segen erholen für diese grünen Zweige, die Palmzweige, die wir in den Händen tragen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Allmächtiger, ewiger Gott, segne diese grünen Zweige. Sie sind ein Zeichen des Lebens, der Freude und des Friedens. Wir freuen uns über Jesus, unseren Herrn, und wollen ihn mit diesen Zweigen grüßen. Mehre unseren Glauben und unsere Hoffnung. Erhöre gnädig unsere Bitten und lass uns in Christus die Frucht guter Werke bringen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Die gesegneten Palmzweige in unseren Händen wollen für uns zum Zeichen der Hoffnung werden. Sie zeigen an, dass Jesu Liebe größer ist als Leid und Tod. Sie zeigen uns, dass Jesus der König des Lebens ist. Das dürfen wir in dieser heiligen Woche erfahren, wenn wir seinen Weg mitgehen. Nun sind wir eingeladen, ihm unser Herz zu bereiten. Und wir antworten auf die Kyrie-Rufe der drei Kinder mit dem Liedruf: Jesus soll unser König sein. Hosianna, Amen. Grüßen dich und rufen. Jesus.
Gottes, du bist der König der Hoffnung, wir preisen dich und hören. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, deinem Willen gehorsam hat unser Erlöser Fleisch angenommen. Er hat sich selbst erniedrigt und sich unter die Schmach des Kreuzes gebeugt. Hilf uns, dass wir ihm auf dem Weg des Leidens nachfolgen und an seiner Auferstehung Anteil erlangen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi. Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel
auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Wort des lebendigen Gottes. Hosanna, gepriesen bist du, Hosanna, wir jubeln dir zu. Gepriesen sei der kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit ging Jesus nach Jerusalem hinauf und es geschah. Er kam in die Nähe von Bethphage und Bethanien an den Berg, der Ölberg heißt. Da schickte er zwei seiner Jünger aus und sagte, geht in das Dorf, das vor uns liegt. Wenn ihr hineinkommt, werdet ihr dort ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann antwortet, der Herr braucht es. Die Ausgesandten machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte. Als sie das Fohlen losbanden, sagten die Leute, denen es gehörte, warum bindet ihr das Fohlen los? Sie antworteten, weil der Herr es braucht. Dann führten sie es zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Fohlen und halfen Jesus hinauf. Während er dahin ritt, breiteten die Jünger ihre Kleider auf dem Weg aus. Als sie sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, begann die Schar der Jünger freudig und mit lauter Stimme Gott zu loben, wegen all der Machttaten, die sie gesehen hatten. Sie riefen, gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn, im Himmel sei Friede und Ehre in der Höhe. Da riefen ihm einige Pharisäer aus der Menge zu, Meister, weise deine Jünger zurecht. Er erwiderte, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Sterne schreien, die Steine schreien. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Heute, am Palmsonntag, erinnern wir uns an den Einzug Jesu in Jerusalem. Im Evangelium haben wir jetzt gerade davon gehört, die Menschen in Jerusalem, sie leiden, weil die Soldaten der Römer ihnen das Leben schwer machen. In Jerusalem, da warten alle auf einen guten König, einen König, wie es David war. David war ein großer und ein starker König. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, was einen König ausmacht und woran wir einen König erkennen können. Einige Kinder stellen uns das jetzt mal vor. Thank you.
Ein König trägt einen kostbaren Umhang, einen Purpurmantel. Er ist sehr teuer, nur der König ist so reich, dass er sich einen solch kostbaren Mantel leisten kann. Der König zeigt damit, wie wichtig er ist. Ein König hat ein Zepter. Das macht deutlich, dass alle seinen Befehlen folgen müssen. Das Zepter ist also ein Zeichen der Macht. Und ein König hat ein Schwert bei sich. Mit dem Schwert kann er sein Land verteidigen. Wenn er ein starker König ist, kann er auch andere Länder erobern und Krieg führen. Ein König reitet hoch zu Ross. Ein stolzes Pferd ist ein Zeichen seiner Größe. Ja, so stellen wir uns einen König vor. Mit Krone, mit kostbaren Mantel, Zepter, Schwert und einem stolzen Pferd. Aber Jesus, der hat doch gar nichts von dem, was wir jetzt eben angesprochen haben. Jesus, er hat keine Krone. Er hat keinen kostbaren Mantel. Er hat kein Zepter, kein Schwert. Und er reitet auch nicht auf einem stolzen Pferd. Nein, Jesus, er reitet auf einem Esel, auf einem Lasttier. Das ist was, das würde ein normaler König nie im Leben machen. Aber wenn Jesus das jetzt alles nicht hat, warum sagen wir dann, Jesus soll unser König sein? Ein paar Kinder erzählen uns, auf welche Weise Jesus unser König sein möchte. Dazu stellen sie Symbolbilder vor dem Altar ab. Jesus hat ein Herz für alle Menschen, vor allem die ausgestoßenen Armen und Kranken liegen ihm am Herzen. Jeder Mensch ist für Jesus einzigartig und wertvoll. Jesus will den Menschen nahe sein. Er schenkt nicht, schreckt nicht vor Ausschlägen und Krankheiten zurück. Im Gegenteil, er berührt sie und heilt sie. Er nimmt sich der Sorge und Not der Menschen an und hilft ihnen. Jesus sammelt keine Reichtümer, um sie für sich zu behalten und ein gutes Leben zu führen. Er teilt und sorgt für alle. Er bricht das Brot und stiftet so Gemeinschaft. Jesus bringt den Menschen eine frohe Botschaft. Wir alle sind von Gott gehalten. Er ist für uns da. Wir sind in seiner Liebe geborgen. Egal, was passiert. Jesus bringt den Menschen den Frieden. Er ist der Friedenskönig. Er bringt den Menschen das Leben, er bringt den Menschen die Liebe. Er ist ein König der Herzen. Davon singen die Kinder vom Kinderchor jetzt in einem Lied. Thank you.
Jetzt dürfen wir miteinander unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Zu Jesus, unserem König, wollen wir rufen. Jesus, du bist der König der Liebe. Hilf uns, liebevoll miteinander umzugehen, auch wenn es uns manchmal schwerfällt. Wir bitten dich, erhöre uns. Jesus, du bist der König des Friedens. Schenke den Menschen in der Ukraine und überall auf der Welt deinen Frieden. Wir bitten dich, erhöre uns. Jesus, du bist der König der Freundschaft. Stehe allen bei, die in Freundschaft miteinander verbunden sind, zusammenhalten und gemeinsam durch dick und dünn gehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus, du bist der König der Einsamen. Sei allen nah, die niemand haben, mit dem sie ihr Lachen und ihr Weinen teilen können. Wir bitten dich, erhöre uns. Jesus, du bist der König der Kranken und Armen. Stärke alle, die füreinander da sind, die helfen, trösten und Mut machen. Wir bitten dich, erhöre uns. Jesus, du bist der König der Trauernden. Tröste alle, die traurig sind, weil ein lieber Mensch gestorben ist. Wir beten heute mit Ingrid Hartl für verstorbenen Ehemann zum Geburtstag, mit Familie Christiane Buchner für verstorbenen Vater und Opa Fritz Sturm. Wir bitten dich, erhöre uns, Christus, unser Bruder und Herr, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Singt dem König Freudenpsalmen, Völker ebnet seine Bahn. Freu ihm deine Palmen, sieh dein König naht heran, der aus Davids Stamm geboren, Gottes Sohn von Ewigkeit, uns zum Heiland auserkoren, er sei hochgewendet ein. David sah im Geist entzückt den Messias schon von fern. Wer die ganze Welt beglücket, den Gesalbten unserm Herrn. Tochter Zion, streu ihm Palmen, breite deine Kleider aus. Sing ihm Lieder, sing ihm Psalmen, heute glückt der Herr sein Haus. Lasset uns beten. Lebendiger Gott, zu deinem Altar bringen wir Brot und Wein als Frucht unserer Mühe und Arbeit. Vertrauensvoll legen wir unser ganzes Leben in deine Hände, erfolgend Hoffnung, aber auch die Tränen und die stumme Klage, unsere Bitte nach Frieden und Freiheit und die Sorge um die Gesundheit und das Leben. Um all das bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Liebe zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Er war ohne Sünde und hat für die Sünder gelitten. Er war ohne Schuld und hat sich ungerechtem Urteil unterworfen. Sein Tod hat unsere Vergehen getilgt, seine Auferstehung uns Gnade und Leben erworben. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, Hosanna in der Höhe, heilig, heilig, Hosanna, großer Gott. Erd und Himmel sind deiner Ehre voll, singt Hosanna, Gott in der Höhe. Heilig, heilig, Hosanna in der Höhe, heilig, heilig, Hosanna, großer Gott. Gelobt sei, der kommt in Herrlichkeit, singt Hosanna, Gott in der Höhe. Heilig, heilig, Hosanna in der Höhe, heilig, heilig, Hosanna, großer Gott. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Sonntag, den ersten Tag der Woche, als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, den am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut, und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rudolf und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, das will ich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus.
und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu bieten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Ihn bitten wir, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und uns allen nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gib den anderen ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden. Und so sieht nun Jesus Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Thank you.
Lasset uns bieten. Du Gott des Lebens, wir haben gefeiert, dass Jesus als König in Jerusalem eingezogen ist. Er ist der König unserer Herzen, viel stärker als der Tod. Dafür loben und preisen wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir spüren sie hier auch im Freien am Spiel der Wolken, Sonnenschein bedeckt, fast ein bisschen Schneeschauer zwischendurch. So ist die Karwoche. Wir werden hineingenommen in das Leiden Jesu, sein Sterben, sein Begrabensein und seine Auferstehung. Ich darf Sie bitten, auch euch, liebe Kinder, dass wir diesen Weg mitgehen, dass wir nicht beim Palmsonntag stehen bleiben und dann freuen wir uns auf Ostern. Das natürlich auch. Aber wir wollen hier eben nicht stehen bleiben, sondern mit Jesus gehen, mit ihm den Weg gehen, durch den Donnerstag, den Karfreitag, den Karsamstag, hin zur Freude des Osterfestes in der Osternacht. Gottesdienste dazu finden Sie im Pfarrbrief, auch für die Kinder gibt es spezielle Angebote, bitte ich euch auch zu kommen und dies wahrzunehmen. Heute Abend um 17 Uhr ist Kreuzweg in Andelfing, am 18.30 Uhr drüben in der Pfarrkirche eine Andacht zu der künstlerischen Intervention unseres Malkreises. Das wird eine sehr interessante Geschichte. Herzliche Einladung dazu. Am Dienstag gehen unsere Ministrantinnen und Ministranten um rote Eier. Das ist ja schon 2 Jahre ausgefallen und die dafür vorgesehenen Mittel müssten nun reichlich vorhanden sein, um unsere Ministrantinnen zu bedenken. Sie haben es wirklich verdient durch die treuen Dienste während dieser schwierigen Zeit. Am Gründonnerstag ist dann um 19 Uhr Feier des letzten Abendmahls Jesu und später dann noch eine Betstunde mit Gesängen aus Tessin unter dem Titel Oberkämmer. Herzliche Einladung auch dazu. Jetzt ein großes Dankeschön für die Gestaltung dieses Palmsonntagsgottesdienstes unserem Kinderchor mit unserer Gemeindereferentin Barbara Iberer. Vielen lieben Dank für alles Engagement, für alle Vorbereitung und für den Kindern auch Applaus spenden. Sei mit euch. Es segne, beschütze und begleite euch der dreieinige und der gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden, dann sei Gott dem Herrn. Jerusalem, dein König, sie voll Sanftmut kommt er an. Völker seid ihm untertan.